Hallo Freunde des Jungle Drum Radio, mein Name ist Lars Schall. Wir haben heute Freitag, den 18. September 2015 und gestern hat die Fed entschieden, die Zinssätze in den USA da zu belassen, wo sie sind. Ich bin zu diesem Thema jetzt mit Volker Hellmeier von der Bremer Landesbank verbunden. Hallo Volker. Moin, moin Lars. Du, fangen wir mal an mit so einer Art Disclaimer, wie wir in unserer Branche sagen. Nämlich ist es so, dass ich letzte Woche eine Unze Gold gekauft habe. Und mir war schon so ein bisschen bammelig zumute, weil ich ja nicht wusste, wie jetzt die Fed-Entscheidung ausfallen wird. Aber ich hatte antizipiert, dass das wohl so kommen wird, wie es gekommen ist. War das dann richtig? Es war auf jeden Fall richtig, weil erstens ist die Allokation in Gold auf diesem ermäßigten Preisniveau, den niedrigsten in etwa seit 4,5 Jahren, grundsätzlich richtig, denn Gold ist Geld ohne Fehl und Tadel, ohne demografische Probleme, ohne die Möglichkeit, das physische Metall einfach zu drucken und weil es sich einfach seit mehr als 4000 Jahren immer bewährt hat. Also vor dem Hintergrund hast du eine gute Entscheidung getroffen und man sollte sie nie an der Federal Reserve festmachen, denn der Track Record, den die Federal Reserve zum Beispiel in der Prognostik hat, ist nicht wirklich belastbar. Das gilt zumindest für die Jahre seit Alan Greenspan. Jetzt ist es ja so, um das mal ein bisschen zu unterstützen, was du sagst, sie wollte ja eigentlich schon längstens die Zinssätze hochgesetzt haben und das hat ja damit zu tun, dass die Prognosen, die das Ganze gerechtfertigt hätten, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt, sich so nicht bewahrheitet haben. Das Grundproblem ist, dass man dem Finanzmarkt und auch dem europäischen Finanzsystem seit 18 Monaten die Mohrrübe der Zinswende vor die Nase hält. Und das ist einer der Gründe, wie Kapitalströme auch in die USA organisiert worden sind. Die Faktenlage in der Konjunktur der USA sieht auf ersten Blick zum Teil ja gar nicht so schlecht aus. Wir müssen aber eine differenzierte Betrachtung machen. Und im Grunde genommen ist das Ausbleiben der Zinswende Ausdruck dieser strukturellen Analyse, die im Hintergrund sicherlich auch bei der Federal Reserve stattfindet. Wenn wir uns den Arbeitsmarkt ansehen, dann sieht die Quote bei 5,1% sensationell aus. Sie ist aber nicht historisch vergleichbar, weil die Berechnungsgrundlagen im Zeitverlauf der letzten 20 Jahre eben verändert worden ist und zum Teil dramatisch. Die Quote, die vergleichbar ist mit der europäischen Arbeitslosenquote, unsere liegt bei 10,9%, wir kommen von 12%, die liegt bei 10,3% in den USA. Der nächste Punkt ist, dass die Qualität der geschaffenen Stellen eben nicht überzeugt. Während wir 1,4 Millionen Jobs im gut bezahlten produzierenden Gewerbe seit 2009 verloren haben, sind 1,5 Millionen Jobs geschaffen worden für Kellner und Bartender. Das Problem liegt hier in der Lohnsumme, die für die Volkswirtschaft elementar ist. Wenn ich 10 Jobs verliere mit 2000 Dollar monatlichem Einkommen, habe ich eine Lohnsumme für die Volkswirtschaft von 20.000. Wenn ich 10 Jobs aufbaue mit einer Lohnsumme von 500 Dollar, habe ich 5000 Dollar Lohnsumme, die für die Volkswirtschaft relevant ist. Wir haben also dieselbe Beschäftigungslage, aber eine Lohnsumme im Zweifelsfall, die 75% geringer ist als zuvor. Und das ist nur relevant für Volkswirtschaft. Das wird heute leider in den Analysen überhaupt nicht mehr aufgenommen. Mithin, die quantitative Erholung am US-Arbeitsmarkt hat einen enormen qualitativen Mangel und die ausbleibende Zinswende ist Folge dieses qualitativen Mangels. Jetzt ist es so, gestern sind die Aktien dann in die Höhe geschnellt, die Bonds auch, Gold und Silber, da das Gleiche und der Dollar ist aber gefallen. Kannst du das mal erklären, warum das eigentlich so die natürliche Reaktion war? Die Grundhaltung der Erwartung der Zinswende hat natürlich den Dollar getrieben in den letzten 18 Monaten, auch Euro-Dollar von 1,40 auf 1,05 im Tief und eben diese ausbleibende Zinswende jetzt bei September wirkt sich damit zu Lasten des Dollars aus. Das gilt für den Devisenmarkt auf der einen Seite und es gilt eben auch gegenüber Rohstoffen, allen voran hier den Währungen ohne Fehl und Tadel, Gold und Silber. Das ist die eine Seite. Die Primärreaktion der steigenden Aktienmärkte waren, wow, die Zinsparty geht weiter. Das war die Primärreaktion. Die Sekundärreaktion lautet bei näherem Hinsehen, wow, wir haben ein konjunkturelles Problem, mindestens qualitativ. Ergo dann wieder rückläufige Aktienmärkte und die Entwicklung an den Zinsmärkten
in Richtung niedriger Renditen ist eben Ausdruck dafür, dass der Markt sich offensichtlich darauf einstellt, dass die Mohrrübe, die jetzt per Oktober oder Dezember im Raum steht, einer Zinswende in den USA nicht wirklich überzeugt ist. Wie ist das denn, wenn sich herausstellt, dass die Fed das wirklich nicht kann, auf Dauer die Zinsen anheben? Was hat das für Folgen für Gold? Ich gehe fest davon aus, dass Gold in der Bodenbildung ist und dass die Edelmetalle mittellangfristig dynamisch auch wieder hochgehen. Ich kann aber den Zeitpunkt nicht genau prognostizieren. Wir haben keine freien Märkte mehr. Wir haben das Problem, dass die physischen Märkte eng sind, also dass die physische Nachfrage sehr, sehr nachhaltig ist. Aber der Preis wird an den Terminmärkten über Futures gemacht. Und diese Terminmärkte werden von ca. 5 Banken mit US- und angelsächsischem Hintergrund dominiert. Und dort ist es absolut angemessen, auch über das Thema Manipulation zu sprechen, auch wenn die Aufsichtsbehörden in den USA hier, wie heißt es, they're turning a blind eye on that one. Also das ist der Hintergrund. Ich sehe das Potenzial einfach aus der physischen Enge der Märkte mit langfristig, auch weil die smarten Zentralbanken dieser Welt und die smarten Länder Edelmetall physisch, ich betone es, physisch erwerben. Das heißt, China, Indien, Russland etc. pp. Sind physische Käufer des Metalls und das wird am Ende auch die Trendbewegung wesentlich weiter zukünftig unterfüttern. Gut, dann sprechen wir doch mal über die COMEX. Also da wird Gold auf Papier gehandelt und zwar sehr viel mehr auf Papier basierendes Gold als tatsächlich physisch da ist. Also zum Beispiel die Jahresproduktion wird da um ein Mehrfaches überstiegen. Und dabei kommt es dann an der COMEX zum Beispiel zu Leerverkäufen und auch zu nackten Leerverkäufen, also Naked Short Selling. Kannst du das mal erklären? Weil es ist ja zum Beispiel so, beim Short Selling muss ich ja nicht wirklich das besitzen, was ich da verkaufe. Genau so. Also hier werden einfach Papierpositionen aufgebaut, die nicht unterlegt sind. Und wir haben eine physische Unterlegung an der COMEX. Also es werden dort schon physische Mengen vorgehalten. Und was wir jetzt sehen, ist, dass wir historische Höchstmarken bei den Leerverkäufen im Grunde genommen sehen. Auf eine Unze, die physisch vorgehalten werden, haben wir mittlerweile 250 Unzen, die über Papier verkauft werden. Und das ist ein Verhältnis, was es historisch noch nie gegeben hat. Und insofern ist es Ausdruck dafür, dass diese Märkte ad 1 mehr den Charakter eines Spielcasinos haben, aber ad 2 eben auch in einer echten Preisfindung, die für den Markt nach dem Sinne von Adam Smith wesentlich ist, dass diese Funktion gar nicht mehr ausgeübt wird. Jetzt hat Smith ja von der unsichtbaren Hand gesprochen, der Invisible Hand. Gibt es die in gewisser Weise, aber anders als gedacht, nämlich von Smith, und zwar in Form des sogenannten Plunge Protection Teams. Und kannst du uns mal erklären, was das ist? Also in der Tat, wir haben eine Situation, wo diese unsichtbare Hand nicht mehr des freien Marktes sich hier tummelt, sondern es ist in der Tat meines Erachtens die unsichtbare Hand, insbesondere des Finanzzentrums New York, Washington und dieses Plunge Protection Team, die Working Group on Financial Markets, wo die Aufsichtsbehörden, das Finanzministerium, die Zentralbank und die großen US Wall Street Banken zusammensitzen, wie sagte noch Ex-Finanzminister Hank Paulson, um eine gemeinsame Agenda zu entwickeln, um gemeinsame Pläne durchzusetzen, dass diese Truppe hier durchaus aktiv ist. Und wir müssen nicht nur dieses Plunge Protection Team oder die Working Group on Financial Markets in den Mittelpunkt rücken, sondern wir müssen mehr noch auch in den Mittelpunkt rücken, was auf der G7-Zentralbank-Ebene läuft. Und dazu gibt es dann wieder aus dem Jahr 1999 Äußerungen des damaligen Schatzkanzlers Großbritanniens, der sagte, wir standen vor dem Abgrund und wir mussten eben den Goldpreis nachhaltig manipulieren. Oder auch die Äußerung von Paul Volcker, dem Vorgänger von Herrn Greenspan an der Spitze der Federal Reserve, der sagte, mein einziger Fehler war es, in meiner Amtszeit den Goldpreis, als es damals 1980 auf 800 Dollar hochging, nicht zu manipulieren. Mit anderen Worten, implizit, anekdotisch können wir sagen, wir wissen, dass Zentralbanken in diesem Bereich aktiv sind, weil Gold das Thermometer für die Gesundheit der westlichen Finanzstruktur ist und damit wird dieses Thermometer eben politisch auch so eingestellt, dass sich der Durchschnittsanleger keine Sorgen macht.
oder machen. Ja, erzähl doch mal ein bisschen was über die Motivation, warum man überhaupt Gold manipuliert und dann im Gefolge von Gold ja eigentlich auch dann Silber manipulieren muss, weil das wäre ja ein bisschen auffällig, wenn das nicht, was für den Goldpreis gilt, auch im Wesentlichen für den Silberpreis gilt. Der Silberpreis ist das Gold des kleinen Mannes und insofern liegst du da erstmal richtig. Es ging darum, nehmen wir jetzt die 70er Jahre nochmal als Anlass unter der Führung von Paul Volcker, die Federal Reserve seinerzeit. Seinerzeit hatten wir ein Vertrauensproblem über die Ölkrisen, über die Folgen des Vietnamkriegs, über die hohen Haushaltsdefizite in den USA. Es mündete in einen Vertrauensentzug, der zu enorm hoher Inflation führte, damals die Federal Funds Rate jenseits der 15%-Marke. Und das hat einen destabilisierenden Einfluss. Und in dieser Phase ist eben der Goldpreis von seiner Zeit Anfang der 70er Jahre $35 auf $800 hochgelaufen. Als Messinstrument der Instabilität des Systems. Sicherlich auch partiellen Übertreibung, das gehört zu sagen dazu. Aber genau diese Lehrstunde gibt es für die westlichen Zentralbanken, so etwas nicht zuzulassen, dass man also quasi die Kapitalströme innerhalb des Systems hält. Wenn man in Edelmetall investiert, entzieht man dem System Liquidität und man geht in ein Asset, was außerhalb des Systems steht. Das ist ja das Fantastische an den Edelmetallen. Normalerweise ist eine Versicherung gegen systemimmanente Unfälle. Und was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist insbesondere in den letzten 4,5 Jahren, da beginnt von 1.900 auf unter $1.100 pro Unze, ist, dass man versucht hat, diese Funktion des Messinstrumentes zu neutralisieren. Ich glaube, das steckt dahinter, um damit die Kapitalströme innerhalb des Systems zu bewegen, meinetwegen von Aktien in Anleihen wieder in diese Bereiche hinein, aber immer innerhalb des Systems. Ich glaube, das ist das strategische Ziel, das da ist. Ja, sagen wir so, der Dimitri Speck in seinem Buch über die Goldmanipulation, und ich denke, das können wir beide sehr empfehlen, das Buch, er schreibt ja darüber, dass die Manipulation, die systematische, sagen wir es so, des Goldpreises in New York Mitte der 90er Jahre anfing und damals mit der originalen Motivation, das Inflationsthermometer Gold auszuschalten. Das passt ins Bild. Ich sprach ja eben auch davon, Fed von seinerzeit 70er Jahre über 15%. Und wir haben heute ja eine ganz andere Situation noch einmal. Wir haben ja nicht nur eine Manipulation jetzt am Edelmetallmarkt, die ich unterstelle, sondern wir haben eine offene, es gibt ja verdeckte und offene. Am Edelmetallmarkt ist eine verdeckte Manipulation. Wir haben aber auch offene Manipulationen, wenn es um Zinssätze geht. Der Kapitalmarktzinssatz ist heute über quantitative Maßnahmen ein künstlich erzeugter Preis, der mit Adam Smith nichts zu tun hat. Die Annahmen darüber, dass die Working Group on Financial Markets, Plunge Protection Team, auch am US-Aktienmarkt regelmäßig aktiv werden, wenn kritische Niveaus erreicht werden, was sich auch anekdotisch nachweisen lässt über unübliche Verhaltensmuster. Und da auch dann über den Futures-Markt, oder? Auch über den Futures. Es geht immer über Futures. Es geht nicht mehr heute über die tatsächliche physische Nachfrage nach BASF, Bayer oder Nestlé oder GE oder wie sie alle heißen, sondern das wird gemanagt über die Futures, weil ich dort andere Hebeleffekte habe. Ich habe also eine ganz andere Durchwirkung, die viel weniger, die vor allen Dingen die Kapitalbasis schont. Gut, also du denkst aber, um das jetzt mal ein wenig abzurunden, die Fed wird dabei bleiben, die Zinsen werden nicht angehoben werden. Lass mich das so ausdrücken. Wir wissen beide, dass die US-Wirtschaft eine konsumgetriebene Ökonomie ist. Das heißt, 70% der Wirtschaftsleistung ist korreliert mit dem privaten Konsum. Ja, und also der Dienstleistungssektor ist ja deswegen auch so stark. Ja, und jetzt gucken wir uns mal an, wie ist denn der private Konsument aufgestellt? Und da müssen wir auf die mittleren Einkommen schauen, nicht auf das Durchschnittseinkommen aufgrund der Ungleichheit in der US-Gesellschaft. Die ganz Reichen nehmen keine Kredite auf, sondern wir müssen Konsum mit Kreditzyklus in Verbindung bringen. Und jetzt gehen wir an den Punkt 2008 vor der Lehman-Pleite. Was ist seitdem passiert? Dann schauen wir uns die nominalen Zugewinne auf der Lohnseite im mittleren Bereich an und dann haben wir einen Anstieg um 4%. Das heißt, wenn man 2008 vor der Lehman-Pleite $100 verdiente, hat man jetzt 104 nominal. Was ist mit der Konsumverschuldung passiert? Die Verbraucherkredite sind ebenso wie die Automobilkredite um 28% gestiegen. Mit anderen Worten sind heute die Leverage-Effekte, die Hebeleffekte für den Verbraucher viel kritischer als 2008 vor der Lehman-Pleite. Wenn wir uns die Studenten ansehen, die kommende Generation,
dann sind die Studentenkredite seitdem um 135% jetzt auf knapp 1,4 Billionen US-Dollar angestiegen. Und jetzt können wir die Frage stellen, eine echte Zinswende, wie die Fed sie jetzt propagiert, Richtung 2017 mit über 2% Federal Funds Rate, was bedeutet das dann für die US-Konjunktur? Das bedeutet, dass der Verbraucher massiv geschliffen wird, dass damit eine Rezession in den USA auf der Agenda stünde. Und wozu ist die Federal Reserve verpflichtet? Für angemessenes Wachstum zu sorgen. Also vor diesem Hintergrund des Auftrags der Federal Reserve ist eine echte Zinswende. Und wir reden hier nicht über 25 Basispunkte, eine echte Zinswende. Nicht möglich. Punktum. Und das ist wieder Ausdruck dafür oder ein Katalysator für eine potenzielle zukünftige Goldnachfrage, die deutlich erhöht ist, wenn diese Wahrnehmung eben auch die Breiten erreicht. Bisher haben das erst ganz wenige ernstzunehmende Analysten erkannt, welches kritische Niveau wir hier gerade für den US-Verbraucher haben. Was ja viele nicht wissen, wenn du über die Federal Reserve sprichst und dann über die großen Banken, die Short-Positionen am Goldmarkt halten, dass das miteinander zu tun hat, weil die Federal Reserve hat eine gewisse Bank in New York, das ist die Federal Reserve Bank of New York, und deren Mitgliedsbanken, die eigentlich die Eigner dieser Bank sind, das sind ja zum Teil diese Banken, die diese Short-Positionen am Goldmarkt halten. Das ist vollkommen richtig. Da gibt es keinen Widerspruch. Die Federal Reserve gehört, jede regionale Federal Reserve gehört den Banken in dieser Region. Und damit kann man von einem potenziellen Interessenkonflikt durchaus sprechen. Dann müssen wir aber auch über die jüngste Studie der Princeton University in den USA reden, wo das System der USA, der Demokratie, in Frage gestellt wird und impliziert wird, dass die USA mittlerweile eben in eine oligarchische Struktur gewechselt haben. Ja, wir werden darauf dann verlinken. Ich hatte darüber einen Artikel geschrieben, beziehungsweise aus dieser Arbeit Sachen übersetzt. Das machen wir dann. Und ich danke dir für dieses Gespräch, Volker. Es ist mir eine Ehre, Lars. Dankeschön. Ja, liebe Freunde des Jungle Drum Radio, ich hoffe, das gibt ein wenig zu denken, was der Volker hier jetzt ausgebreitet hat. Und bis zum nächsten Mal. Glück auf.